So, Montagabend 18 Uhr. Das kann nur eins bedeuten. Es ist wieder Primetime Fitness Webinar Time. Heute mit einem Thema 10 Ernährungstipps für eine junge Haut. Und da freue ich mich ganz besonders, heute einen Gast mit dabei zu haben, nämlich neben dem Thomas Kani und dem Tim Suchland, den ihr schon kennt, die Laura Flemming. Und Laura, stell dich doch ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und wie hast du zu uns gefunden? Ja, gerne. Ich bin Laura Flemming, Gründerin und Betreiberin der Marke L-Complex. Wir sind ein Brand für natürliche Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Wir produzieren in Eigenproduktion und entwickeln in Deutschland insbesondere eben natürliche Nahrungsergänzungsmittel für Frauen ganz speziell und entsprechend decken wir ein ganz breites Spektrum ab und beschäftigen uns unter anderem natürlich auch mit der Hautalterung oder anderen Hautproblemen. Und entsprechend ist das heute natürlich ein ganz spannendes Thema, wo wir sicherlich viel zu sagen haben. Und ich freue mich heute, dabei sein zu dürfen. Herzlich willkommen, Laura. Wir freuen uns auf jeden Fall auch und ich bin mir sicher, dem einen oder anderen im Chat brennt es auch schon unter den Nägeln, der ein paar Fragen hat, auch an dich. Und da werde ich heute ins Spiel kommen, stelle mich aber auch gleich nochmal mit vor. Thomas, an diejenigen, die heute zum ersten Mal mit dabei sind, stell dich ganz kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, mein Name ist Thomas Kani. Ich bin Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und auch Referent bei der BSA-Akademie. Unterrichte das seit 31 Jahren an der Hochschule. Die gibt es ja nicht so lange, seit 2007. Und gleichzeitig arbeite ich auch für Primetime seit 5 Jahren. Bin damit im Trainer-Coaching, den Trainer-Audits zuständig. Und ja, seit der ersten Session dabei hier jeden Montagabend und freue mich natürlich auf interessante Themen. Und da ich mich mit der Haut auch beruflich auseinandersetzen muss, weil ich unterrichte UVSV-Fachkraft, also Solarium-Fachkraft-Ausbildungen, müssen wir uns auch mit dem Thema Haut sehr gut auskennen und dementsprechend auch wissen, wie die Haut funktioniert, wie sie aufgebaut ist, was auf die Haut sich positiv oder negativ auswirkt. Und deswegen ist das heute Abend ein spannendes Thema für mich. Herzlichen Dank, Thomas, und auch herzlich willkommen, dass du und auch ein Dankeschön an dich, dass du jetzt nunmehr seit den 65 Webinaren hier mit dabei bist und auch zum Teil noch am Mittwoch. Und ja, macht immer wieder Spaß. Tim, Man kommen wir sieht zu das am dir. Alter. Ja, also du hast dich jung gehalten, Thomas. Ja, danke. Tim, kommen wir zu dir. Last but not least, ne? Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Tim Suchland. Ich freue mich natürlich auch wieder mit dabei zu sein, mit Thomas hier beim Ernährungswebinar immer am Start. Und ich bin jetzt mittlerweile seit 6 Jahren bei Primetime Fitness. Habe meinen Master in Prävention und Gesundheitsmanagement auch an der Hochschule, wo der Thomas Dozent ist, gemacht und arbeite im Trainingsbereich bei Primetime Fitness. Bin dort der Chef, der Trainer sozusagen. Und ja, da begegnen uns natürlich auch viele Ernährungs- und Trainingsfragen, um die es dann hier auch immer teilweise noch mitgeht. Aber heute muss ich sagen, haben wir zwei wirkliche Experten für die Haut da und deswegen werde ich da heute ein bisschen im Hintergrund mitarbeiten und vielleicht noch ein paar sportliche Fragen klären und freue mich auf jeden Fall auf die große Expertise hier von Laura und dem Thomas. Herzlichen Dank, Tim. Aber ich denke, wenn es um Makro- und Mikronährstoffe geht, da bist du hier heute auf jeden Fall auch noch goldrichtig, auch wenn Genau. du eher in den Hintergrund treten möchtest. Aber wir finden das definitiv. Noch ganz kurz zu mir. Mein Name ist Michael. Ich bin heute euer Moderator. Ich werde euch ein bisschen durch den Abend führen, habe ein paar Slides für euch vorbereitet und dann werden wir schon im Ping-Pong-Spiel uns hier in einem schönen, ganz entspannten Talk bis um 19 Uhr durchhangeln. Wann immer ihr Fragen habt, bitte rechts unten in den Chat rein. Ich werde den mitbetreuen. Der Tim organisiert das auch ein bisschen mit und dann soll auch keine Frage von euch heute unbeantwortet sein. Und deswegen starten wir einmal rein in den heutigen Abend. Mit der Präsentation sollte jetzt bei dem einen oder anderen das Videobild in der Präsentation sein. Einfach auf das Icon gehen, ganz rechts, wo der Pfeil von der Mitte nach rechts oben geht, dann rutscht das zur Seite. Dann habt ihr freien Blick auf die Präsentation, mit der ich gern starten möchte und mit einer kleinen Quote. Und zwar nach dem Thema: Wusstest du das? Hautalterung hängt von zwei Faktoren ab. Einmal die äußeren Faktoren, das heißt der Lifestyle und die UV-Strahlung, und einmal von den inneren Faktoren, das heißt die Alterungsprozesse
Durchblutung und Hormone. Und da sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema drin, Laura. Wieso entstehen denn eigentlich Falten? Naja, also wie du schon sagtest, gibt es ja ganz unterschiedliche Einflussfaktoren. Ich meine, einer der bekanntesten ist wohl die Sonneneinstrahlung und der fehlende Schutz auf unserer Haut. Ich glaube, zu der genauen Hautgegebenheit wird der Thomas noch was sagen. Aber was auf jeden Fall klar ist, dass das natürlich Sonneneinstrahlung oxidativer Stress für die Haut ist und damit eben einfach die Zellen geschädigt werden und eben auch auf diese Weise Zellalterung verschnellert wird. Dann gibt es natürlich andere Faktoren, also sehr viel Lifestyle leider, Alkohol, Rauchen und solche Zellgifte, die eben auch wiederum oxidativer Stress bedeuten für die Haut, freie Radikale freisetzen und entsprechend eben auch unsere Zellalterung beschleunigen. Und dann aber auch ganz viele ernährungsphysiognomische Sachen oder auch, wie du schon sagtest, unser Hormonhaushalt. Wir Frauen haben natürlich da auch leider einen kleinen Nachteil, da wir natürlich ein sehr komplexes Hormonsystem haben und gerade im Zuge der Schwangerschaft Veränderungen erleben, wo eben auch zum Teil die Hautalterung eben beschleunigt wird. Um jetzt nur mal so ein paar Kernfaktoren eben zu benennen. Und was halt eben auch ein Faktor ist, der ganz grundlegend ist, wo wir gleich aber sicherlich noch mehr drauf eingehen, ist eben die Ernährung. Damit unsere Haut richtig versorgt ist, brauchen eben viele sekundäre Pflanzenstoffe, zum Beispiel Antioxidantien, die uns eben dabei unterstützen, dass unsere Zellgesundheit intakt bleibt, dass bestimmte Stoffwechsel der Haut stattfinden. Und da können wir eben selber ganz viel beeinflussen, auch durch die Ernährung. So, jetzt hattest du gerade das Bindegewebe angesprochen, gerade auch bei Frauen. Vielleicht kannst du da mal näher drauf eingehen, aus was besteht denn eigentlich so ein Bindegewebe? Genau, also ein Hauptbestandteil ist unter anderem eben das Strukturprotein Kollagen, das eben dafür verantwortlich ist, dass wir Spannkraft im Bindegewebe haben. Und das ist eben auch eine Sache, die und das Elastin, was eben über die ganz natürlich durch die Alterung eben mit dem Alter abnimmt. Und das soll ja auch so sein, aber das können wir eben beschleunigen oder verlangsamen, zum Beispiel auch durch die Ernährung. Und indem wir eben zum Beispiel darauf achten, ausreichend Proteine zu essen oder gesunde Fette, können wir eben auch unser Bindegewebe ganz gezielt unterstützen und darauf achten, dass unsere Haut schön gepolstert, möglichst lange bleibt. Perfekt. Haut ist auch das richtige Stichwort, Laura. Da kommen wir nämlich zum Thomas und mit einem schönen Aufbau, wie denn so eine Haut eigentlich aufgebaut ist. Thomas, mit meinen Zeichenkünsten versuche ich dich da mit zu assistieren und nimm uns da mal mit auf die Reise, wie so eine Haut denn eigentlich aussieht. Genau, also wenn wir uns das Bild jetzt hier mal anschauen, dann sehen wir oben so ein paar braune Stachel rausstehen. Das sollen Haare sein, die wir hier erkennen können. Und dann sehen wir von oben, von der oberen Hautschicht her, sehen wir eine hellere Schicht und dann so eine etwas dunklere Schicht. Ne, genau, da ist jetzt, genau. Und das, was wir jetzt sehen, was der Michael hier angezeichnet hat, ist, wenn man jetzt noch die Fettzellen nimmt, wenn du da noch einen Strich hinziehst, wo die Fettzellen sind, dann haben wir die drei Schichten der Haut. Das heißt, wir haben eine Oberhaut, wir haben weiter unten, weiter unten, weiter unten. Ich kann da keine Stifte ziehen, bei mir sieht man das nicht, wenn ich da was ziehe. Das ist da ungefähr ein bisschen höher, stopp, und jetzt rüberziehen. Genau. So, also die Haut, die ist aus drei Schichten aufgebaut. Das heißt, wir haben einmal eine Oberhaut, wir haben eine Lederhaut und wir haben eine Unterhaut. Die Oberhaut, die besteht zwischen der Lederhaut und der Oberhaut aus einer sogenannten Basalmembran. Und an dieser Basalmembran sind sogenannte Stammzellen unter anderem. Das können wir uns vorstellen, das ist wie so ein Kopierer, der nichts anderes macht wie Hautzellen. Neue Hautzellen kopiert ständig. Und damit man ungefähr eine Vorstellung kriegt, wie viel die da kopieren den ganzen Tag, also in einer Minute produzieren wir ungefähr 40.000 Hautzellen, die da erneuert werden. Und diese Hautzellen, die werden dann nach oben an die Oberfläche geschoben durch neue Hautzellen. Und dann an der Oberfläche sind das tote Hautzellen, das sind dann die Schuppen, die wir dann haben. Da schuppt die Haut dann ab. Und durch dieses Nachschieben von der Basalmembran Richtung Oberfläche haben wir eine Schutzschicht, eine Barriere, die dann zum Teil natürlich auch mit einem Säuremantel versehen ist.
dass also Bakterien, Viren und so weiter nicht eindringen können. Das ist das Erste. Dann haben wir, die, wie gesagt, die Basalmembran. Und die Basalmembran, die ist so wellig aufgebaut. Das sind so Zapfen. Das sind dann die Zapfen, die auch in der Lederhaut sind. Und unten drunter haben wir dann die sogenannte Netzschicht. Und da hat ja die Laura schon gesagt, dort ist dann das sogenannte Kollagen und das Elastin ist dann dort eingelagert. Und wenn wir uns dieses Bild hier anschauen, dann sehen wir so blaue und rote Gefäße. Das sollen Kapillargefäße darstellen. Und diese Kapillargefäße, die versorgen jetzt die Lederhaut unter anderem. Und jetzt muss man sich vorstellen, das sind ganz feine Gefäße. Und wenn die Gefäße, wenn die nicht mehr so gut durchblutet werden, durch Arteriosklerose zum Beispiel, durch Ablagerungen, dann kommen die Nährstoffe, die so wichtig sind, für Kollagen und Elastin in die Lederhaut reinzubringen, die kommen dann gar nicht mehr richtig dort an, weil ganz einfach die Nährstoffbarriere durch die Arteriosklerose verschlechtert wird. Da kommt dann auch nachher wahrscheinlich mal die Laura wieder mit ins Spiel. Da spielt Vitamin D eine große Rolle, Vitamin K2 spielt da eine große Rolle. Die halten die Gefäße elastisch, die sorgen dafür, dass die Gefäße schön frei bleiben. Das ist also schon mal ein Grundbaustein. Das Zweite, was ganz wichtig ist, die Zellen in unserem Körper, und das betrifft alle Zellen, nicht nur die Hautzellen, die bestehen außen aus einer Zellmembran. Und diese Zellmembran besteht aus einer Doppellipidschicht. Das heißt also, ich habe Glycerol plus Triglyceride, also Fettsäuren, an dieser Zellmembran. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn da jetzt so ein kleines Glycerol ist, da haben wir hier Fettsäuren und da ist noch, sind nochmal Fettsäuren und da ist ein Glycerol und dann sind diese zwei Doppeltverbindungen, die stellen die Zellmembran her. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ich halt gute Fette in dieser Zellmembran eingelagert habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel schlecht mich ernähre und viele Fertigprodukte esse, viele Transfette esse, dann werden diese Transfette in diese Doppellipidschicht eingelagert und dann kann dort kein Kanal mehr gebildet werden, damit Nährstoffe in die Zelle beziehungsweise auch Nährstoffe rauskommen. Und das ist eigentlich die Grundversorgung. Das heißt, ich muss schauen, dass die Blutgefäße frei sind, damit die Nährstoffe zu der Zelle kommen. Ich muss schauen, dass die Zellmembran permeabel ist, damit die Nährstoffe in die Zelle, die Abbauprodukte aus der Zelle rauskommen. Das ist die Grundvoraussetzung für die Ernährung später, weil es bringt nichts, wenn ich Proteine, Vitamine, alles Mögliche esse, aber die Zellmembran nicht richtig funktioniert oder meine Blutgefäße schlecht sind. Das heißt also, man muss manchmal ein bisschen umdenken und sagen, zuerst muss die Basis stimmen. Und wenn die Basis stimmt, dann funktioniert auch das, was ich anliefere. Wenn ich ein Haus bauen will und habe ein Grundstück und ich habe keine Straße, die dorthin führt, dann kriege ich die Nährstoffe gar nicht zum Grundstück. Und das ist die Grundvoraussetzung für alles. Was ich da ganz spannend finde, ohne unterbrechen zu wollen, ist, also zum einen das Thema Fette. Man sagt ja auch immer, eigentlich die Menschen im südmediterranen Raum und die Asiaten haben eigentlich die beste Haut überhaupt, weil die eben so viel Fisch zum Beispiel essen und eben so viele Omega-3-Fettsäuren zu nehmen oder auch auf natürliche Weise sehr viele Saaten und Nüsse. Das finde ich hier super spannend oder nochmal vor Augen führend, wie du das erklärt hast. Und auf die andere Seite finde ich es auch spannend. Klar, es ist auch die Ernährung natürlich und die Grundvoraussetzung, die stimmt. Aber auch hier bin ich jetzt gerade als Frau auch, sehe ich schon wieder, dass wir müssen natürlich auch aufpassen, dass unsere Abwehrfunktion der Haut halt richtig funktioniert. Und ich glaube, gerade wir Frauen benutzen oft auch viel zu viel Produkte, die auch wiederum von außen unsere Permeabilität der Haut eben wiederum schädigen, wodurch nicht nur jetzt Hautalterung, aber vor allen Dingen natürlich auch entzündliche Hautprobleme stattfinden können, die dann natürlich auch wiederum die Hautalterung fördern. Das Riesenproblem ist ja die Basalmembran. Das heißt, diese Basalmembran, die soll ja verhindern, dass was von außen ins Innere eindringt. Und deswegen ist es so, dass viele Kosmetika, die man verwendet, eigentlich nur bis zu dieser Basalmembran gehen. Das heißt, gar nicht bis zu dem Kollagen oder bis in den Elastinbereich reinkommen. Und ich brauche natürlich, um Kollagen einzulagern, um Elastin einzulagern, brauche ich natürlich den Baustoff. Und das hast du ja schon angesprochen. Da sind wir bei den Proteinen. Und dann bei diesen Proteinen spielt das Kollagen dann eine große Rolle. Das Kollagen ist für den Muskelaufbau
können wir mit dem nichts anfangen. Da fehlt eine Aminosäure. Aber wenn es um Hautzellenregeneration geht oder wenn es jetzt um Kollageneinlagerung geht, dann ist natürlich günstig, wenn wir Proteine essen, die einen hohen, mit auch einen hohen Kollagenanteil haben, sodass wir genau die Aminosäuren, die der Körper braucht, dass die vorhanden sind. Genau. Und was ich auch ganz spannend fand, war in dem Zusammenhang, wenn ihr habt ja gerade von Fetten gesprochen und ich hatte jetzt gerade eine Studie dazu im Vorfeld gelesen, da hatten sie halt ganz groß geschrieben, eine High-Fat-Diät ist halt ganz stark, wird ganz, ganz stark in Zusammenhang gebracht halt mit oxidativem Stress, Entzündungsreaktionen in der Haut und dementsprechend auch einer schlechteren Haut. Aber da muss man natürlich ganz klar unterscheiden, was für Fette wurden da konsumiert. Ne? Und das ist gute, das schlechte Fette. Ja, genau, richtig. Und ich denke, dass das auch immer noch so ein großer Fehler ist, weil viele hören vielleicht, hey, ich habe gehört, so Fette, die verbessern meine Haut. Und dann hauen sie sich halt irgendwas Fettiges halt rein und essen irgendwas Fettiges, was aber vielleicht gar keinen, also den gegenteiligen Effekt hat, weil es halt die bestimmten Fettsäuren sind, also die Omega-3-Fettsäuren gerade, die sich gut auf die Haut auswirken können, aber halt nicht natürlich gehärtete Fette, Transfette und zu viele, ein schlechtes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Ne? Genau, das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja der Vorteil der mediterranen Kost, dass sie nicht unbedingt viel mehr Omega-3-Fettsäuren essen. Das machen sie zwar auch, aber sie essen viel weniger Omega-6-Fettsäuren. Und das ist der große Unterschied. Ne? Die benutzen viel mehr Olivenöl. In Japan ist es normal, dass man viel mehr Omega-3 substituiert auch und zuführt. Japan liegt an erster Stelle von der Empfehlung, was Omega-3-Fettsäuren angeht. Also die geben die höchste Empfehlung überhaupt. Das sind wir in Deutschland, sind wir ganz weit entfernt. Sie sind auch, was Omega-3-Fettsäuren angeht, an erster Stelle. Dann kommt Norwegen und Deutschland liegt irgendwo so im 11. Platz. Das heißt also, auch da gibt es noch einiges, was wir da nachholen können mit guter Ernährung natürlich. Und dann, wenn wir jetzt bei der Haut noch waren, jetzt ist es natürlich so, wenn die Durchblutung im Alter sich verschlechtert, ne, wenn die Gefäße Ablagerungen haben, die Durchblutung sich verschlechtert, dann verschlechtert sich natürlich auch die Nährstoffsituation. Jetzt spielen viele Faktoren mit eine Rolle. Das heißt, wir haben einen Alterungsprozess. Die Laura hat schon gesagt, den Prozess, den können wir nicht wegmachen, sondern der Prozess, der ist immer da. Und je länger wir leben, umso länger sind wir dem Sauerstoff ausgesetzt. Und je länger wir dem Sauerstoff ausgesetzt sind, umso mehr haben wir mit Oxidationsprozessen zu tun. Und alles im Körper kann oxidieren. Und wenn es sich mit Sauerstoff verbindet, dann hat es nicht mehr die Wirkung, die es normal hat. Das heißt, wenn ein Vitamin sich mit Sauerstoff verbindet und oxidiert ist, hat es keine Wirkung mehr. Zum Beispiel Vitamin E. Oder auch wenn Omega-3-Fettsäuren oxidiert sind, haben sie keine Wirkung mehr. Das heißt also, es geht immer darum, frische, gute Qualität nachzuliefern und das so nachzuliefern, dass man gleichzeitig auch die Stoffe hat, die sich gegenseitig ergänzen. Also Vitamin C und Vitamin E, die wirken ja gegenseitig, der eine fettlöslich, der andere wasserlöslich. Und Vitamin E verhindert, dass schneller Vitamin C oxidiert und umgekehrt genau das Gleiche. Das heißt, wir haben da viele Wechselspiele, die wir mit einer gesunden Ernährung natürlich dann sehr gut in den Griff kriegen können. Und dazu kommt noch als letzter Punkt, ganz klar, wir reden hier hauptsächlich über Ernährung, aber auch ganz wichtig ist die Bewegung. Und wenn es darum geht, Kollagenproduktion zu aktivieren, Laura, du bist ja hier im Frauenthema, zu Hause, sage ich jetzt mal, da ist Maximalkrafttraining ein ganz wichtiges Training, weil durch Maximalkrafttraining wird Bindegewebe produziert im Körper, weil der Körper sagt, ich brauche mehr Bindegewebe, ich brauche mehr Bindegewebe an meinen Sehnen, an meinen Bändern, in meinen Faszien. Und diese Bindegewebeaktivierung sorgt dafür, dass mehr Kollagen gebildet wird. Und dieses Kollagen bildet dann in der Haut Querbrücke. Das heißt also, die Kollagen, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Leiter kann man sich das vorstellen, werden da so Querbrücken gebildet. Und diese Querbrücken, die geben dann der Haut eine zusätzliche Stabilität. Deswegen Ernährung,
plus Krafttraining ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ich glaube, was dabei auch noch ein ganz großer Faktor ist, der vielleicht so ein bisschen unterschwelliger ist, ist auch das Schwitzen einfach dabei und das unterstützen unsere Entgiftungsprozesse, also dass unsere Leber richtig entgiftet, dass unsere Verdauung läuft. Dafür, das sind ja alles auch Nebeneffekte von Bewegungen, die so wichtig sind, gerade für Frauen jetzt aus meiner Sicht, damit eben Hormone richtig abtransportiert und abgebaut werden, damit eben unser Körper nicht überlastet ist von zum Beispiel Giften, die wir tagtäglich alle über Umwelt, Ernährung und so weiter, Stress aufnehmen. Und entsprechend ist das natürlich auch etwas, was dann uns wieder rückwirkend über der Haut zugutekommt. Ihr drei, ich denke, wir sind uns alle einig, wenn wir auf der Haut bleiben, eins passiert, sie wird altern. Die Frage ist natürlich nur, ich mache es ein bisschen kleiner, dann sieht man es direkt auch. Die Frage ist halt, wie schnell das Ganze passiert, bestimmen einzig und allein ich selber. Ja, also einfach mal zwei Quotes dazu. Ab dem Alter von circa 30 oder etwas früher entstehen bereits die ersten Falten. Und circa 20% ist die Haut von Männern dicker als bei Frauen und zumindest länger Falten dabei. Meistens natürlich anfangen, natürlich hinten raus dann. Das sind mal so zwei Quotes zu dem Thema. Laura, wenn wir uns näher mit dem Thema beschäftigen, was ist denn eigentlich der physikalische Grund für Falten? Vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal hier erklären, was da passiert. Also ich glaube, das hat der Thomas tatsächlich gerade schon in einer wahnsinnigen Fülle erklärt, aber grundsätzlich zusammenfassend ist es natürlich so, dass die Nährstoffzufuhr der Haut sich eben über die Jahre verschlechtert, Kollagen und Elastin wird nicht mehr so viel produziert und entsprechend wird das Gewebe dünner, schlaffer und eben nicht mehr so gut versorgt, wodurch eben auch Falten entstehen. Und das ganz physikalische hatte der Thomas in einer Fülle eben schon erzählt, so tief kann ich das gar nicht nochmal wiedergeben und müssen wir, glaube ich, auch nicht. Und Faktoren hatten wir ja eben schon benannt, sind eben, können halt durch unseren Lifestyle eben noch mehr beschleunigt werden oder eben verlangsamt werden durch eben unsere Ernährung, unseren Lifestyle, rauchen wir, trinken wir Alkohol, haben wir sehr viel Stress, regenerieren wir vernünftig auch in diesem Punkt. Das sind natürlich alles Faktoren, wo wir eben diesen physikalischen Prozess auf eine gewisse Weise verlangsamen können zumindest. Blauer, auf eins bin ich gar nicht eingegangen. Sorry, wenn ich da nochmal reingrätsche. Ja. Natürlich, in dem Moment, wo wir weniger Kollagen in der Lederhaut einlagern, wird auch weniger Wasser eingelagert. Und das ist natürlich auch ein Grund, dass also die Haut, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, austrocknet. Und da ist natürlich wieder der Zellstoffwechsel ganz, ganz wichtig. Genau. Thomas, das Stichwort Austrocknung, das nehme ich direkt mit. Das passt nämlich perfekt zu einer Frage, die ich gerne Tim stellen würde von der Kirsten. Und zwar geht es um das Thema und ihre These, dass die Haut, wenn sie täglich eingecremt wird, quasi übergecremt ist. Sie gewöhnt sich daran, die Zellen entwickeln einen größeren Abstand und so wird die Haut empfindlicher gegen Austrocknung. Sie lernt quasi, sich selbst zu fetten. Tim, vielleicht nimmst du dazu mal Stellung, ist das wahr oder ist das letzten Endes eher so ein Mythos aus dem World Wide Web? Also das kann schon passieren, denn es kommt immer auf die Qualität des Produktes natürlich auch an, ne? Und was man die Haut halt pflegt, ne? Wenn man die Hautpflege übertreibt, und das kann man kann die Hautpflege tatsächlich übertreiben, dann ist das schon, kann das schon ganz ähnlich so passieren, wie das die Kirsten gesagt hat. Also die Haut wird überpflegt und das Problem daran ist, dass die Haut eine Balance hat zwischen Wasser und Fetthaushalt sozusagen. Ja? Und diese Balance, die muss eingehalten werden, weil sie ansonsten austrocknet oder überfettet. Und wenn wir jetzt mit einer, also es gibt ja so ganz fettige Bodylotions, die sind so richtig dickflüssig, ne? Und wenn man mit so einer ganz fetthaltigen Bodylotion, die jetzt noch irgendwie, wo noch irgendwelche Parfüme drin sind, andere Sachen, wenn man mit so einer sich eincremt und das macht man wieder und wieder täglich, ich sag mal, ich sehe es oft bei Frauen, die sich sehr häufig eincremen, meine Freundin cremt sich auch viel häufiger ein als ich, muss ich sagen, dann ist das schon eine Gefahr, dass man die Haut also überpflegt und dass dann ein Problem entsteht, und zwar, dass das Wasser nicht mehr aus der Haut kommt, sich dort quasi staut was auch passiert ist, dass dann auch die Poren sich verstopfen können und dadurch können natürlich Hautreizungen entstehen. Also man kann das ganz gut daran erkennen, wenn
ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel die ersten Hautporen sich verstopfen, kleine Mitesser, verstopfte Poren, Eiterbildung wäre oder auch richtige Pickelbildung wäre halt so das Endstadium der überfliegten Haut. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass die Haut also Luft zum Atmen braucht. Und wenn man dort dann mit zu einer reichhaltigen Creme rangeht, dann wird die schnell zerstört. Ne? Und wenn man das an sich bemerkt, dann sollte man direkt also die Hautpflege erstmal komplett einstellen, also zu 100% einstellen. Und dann kann man mit leichten Ölen zum Beispiel versuchen, die Haut langsam wieder in eine richtige Balance zu bringen, sollte man sich natürlich auch immer beraten lassen dann in so einem. Ich glaube grundsätzlich, um das noch zu ergänzen, ist halt eigentlich braucht unsere Haut ja nicht viel. So die Haut hat es ja früher halt auch nicht bekommen und hat irgendwie klargekommen. Und am Ende des Tages können wir das eigentlich auch hier wieder durch die Ernährung, durch genügend Wasser trinken, Antioxidantien, Fettquellen und sowas auch regeln. Und sollte eigentlich möglichst meiner Meinung nach auch sehr stark reduziert werden. Und eine Überpflegung hat halt, wie du schon sagst, einen Einfluss auf den pH-Wert, wodurch auch eben der natürliche Schutzfilm der Haut gestört werden kann. Und dann passieren so Sachen, die wir Frauen sehr oft haben, dass man halt plötzlich wahnsinnig schlechte Haut bekommt oder Probleme mit Akne. Und das ist oft, geht man dann zum Hautarzt und der Hautarzt sagt, ja, mach doch mal 2 Wochen nichts einfach. Genau, eine Sache ist natürlich immer wichtig. Und die Haut lernt auch wieder von selbst das zu produzieren, was sie braucht. Genau, und heutzutage ist ja immer so, dieses Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, wird natürlich sehr, sehr viel verwendet. Ne? Ja. Ich sehe das in ganz vielen Betrieben und auch meine Freundin arbeitet in einem Betrieb, wo sie also sehr viel sich desinfizieren muss, die Hände. Und da ist natürlich schon so, das sind ja unnatürliche Einflussfaktoren auf die Haut. Ja. Also bedarf es auch einer, sag mal, vielleicht unnatürlicheren Pflege der Haut, weil da die Haut sich nicht alleine wieder so schnell regulieren kann und heilen kann. Also da muss man immer drauf achten, wenn man mit sowas arbeitet. Ne? Also denk mal an Labello-Stift, ne? Und da spreche ich ja, ich sage jetzt mal sehr viele Frauen an, aber auch sicher einige Männer. Man fängt an, mit dem Labello-Stift zu schmieren und dann irgendwann ist es so weit, wie ein Kettenraucher, wenn der keine Zigaretten hat, dann dreht er durch und wenn der keinen Labello-Stift dabei hat, dreht er genauso durch, weil dann die Lippen rissig werden. Das hat einfach damit zu tun, der Körper, der stellt seine eigene Produktion, stellt er ein, weil er sagt, das wird ja nicht benötigt. Und so entsteht dann eine gewisse Abhängigkeit. Und das können wir mit Nasenspray weiterführen. Also wir sehen immer wieder, wenn wir anfangen, dem Körper Arbeit abzunehmen, stellt er seine Arbeit ein. Genau. Deswegen kommen wir jetzt nicht vom Anti-Aging der Cremen, sondern wir gehen hin zum Anti-Aging von innen. Nämlich das ist etwas, was wir selber beeinflussen können, lieber Tim, Thomas und Laura. Und Laura, es kommt da unter Umständen letzten Endes auf den Vitamin C, Proteine und Vitamin D an, also auf diese 3 Nährstoffe. Erläuter doch mal sehr, sehr gern unseren Zuhörern, warum kommt es genau auf die 3 an? Also da kann der Thomas sicherlich auch nochmal super ergänzen gleich mit seinem Know-how, aber erstmal Vitamin D und Vitamin C sind auch natürlich wahnsinnig wichtige Antioxidantien, die eine total wichtige Funktion für unsere Haut haben, aber auch vor allen Dingen uns vor freien Radikalen und oxidativen Stress schützen, die eben halt mit Faktoren dafür sind, dass unsere Haut oder unsere Zellen geschädigt werden und entsprechend altern. Vitamin C ist außerdem ganz wichtig für die Kollagenproduktion, also kann die Kollagenproduktion zusätzlich unterstützen entsprechend, wenn man jetzt nicht wie empfohlen irgendwie 3 Portionen Obst jeden Tag zu sich nimmt, dann sollte man auf jeden Fall hier schauen, dass man über andere Quellen, zum Beispiel Nahrungsergänzung, eben Vitamin C zusätzlich auch da einfach sicherzustellen, dass zumindest die Kollagensynthese nicht gestört wird. Proteine haben wir ja eben schon gesagt, ist na klar für unsere Muskeln, aber auch zum Beispiel Strukturproteine wie das Kollagen sind einfach essentiell für unser Bindegewebe, was diese Spannkraft der Haut eben ausmacht, dass wir schön prall im Gesicht aussehen und entsprechend Proteine sind natürlich, gibt es pflanzliche und tierische Proteine. Können wir eben entsprechend aus verschiedensten Quellen aufnehmen und sollten wir auch darauf achten. Und Vitamin D ist halt eben auch eigentlich ein Hormon, sehr, sehr, sehr einflussreich auf unsere Zellgesundheit, auf unsere, als antientzündlich, schützt unsere Zellen vor oxidativen Stress
Und entsprechend ist das hier auch ganz, ganz wichtig für die Haut und sind halt drei Nährstoffe, die wir auf jeden Fall priorisieren sollten, wenn wir ins Anti-Aging investieren wollen und vorbeugen wollen. Was da jetzt noch interessant ist, ist gerade dieses Bild in der Mitte, da ist ja ein Ei abgebildet. Und wenn wir das Ei so essen, wie es da abgebildet ist, es muss also kein Herz sein, wenn es gekocht ist, sondern einfach nur gekocht, dann hat das einen riesengroßer Vorteil, weil für die Haut ist ja Biotin unter anderem sehr wichtig. Und ja. Biotin ist im Eidotter, wird aber nicht aufgenommen, wenn das Ei roh ist, weil das Eiklar bindet dieses Biotin. Und wenn das Ei jetzt gekocht ist, dann hat das Eiklar, hat seine Fähigkeit, Biotin an sich zu binden, hat es verloren und somit wird das Biotin vom Körper besser aufgenommen. Zum Vitamin D kann ich noch ein bisschen was sagen. Das Lustige bei Vitamin D ist, Vitamin D wird ja in der Haut produziert. Das heißt also, wir brauchen UV-Licht, UVB-Licht, damit wir Vitamin D in der Haut produzieren können. Und gleichzeitig ist es auch wiederum wichtig für die Haut. Das heißt also, auf der einen Seite spielt Vitamin D eine ganz wichtige Rolle in allen Stoffwechselprozessen in unserem Körper. Also man liest also mindestens zweimal im Jahr neue Studien, wo man entdeckt hat, dass Vitamin D-Rezeptoren an den Zellen sind, wo man das vorher nicht gekannt hat und so weiter. Also es ist echt sehr interessant. Und wenn es um Hauterneuerung geht, da haben ja die speziellen Zellen, die sogenannten Stammzellen, und die müssen dann ständig Nachschub, damit die Nachschub kriegen können, brauchen die also Vitamin D. Dieser Prozess ist Vitamin D abhängig. Das sind sogenannte Kreatinozyten, sind das, die das Kreatin dann dementsprechend dann mitproduzieren. Und dafür ist das ganz wichtig. Unter anderem spielt es eine wichtige Rolle, nicht nur bei der Erneuerung der Haut, sondern auch bei der Wundheilung. Laura, sobald wir uns irgendwo aufschrammen oder irgendwas, ist es ganz wichtig. Dann beugt es natürlich Entzündungen vor, schützt die Immunfunktion. Das sind also schützt die Haut vor freien Radikalen, was du schon gesagt hast. Natürlich auch wirksam bei verschiedenen Hautkrankheiten. Und was auch noch ganz wichtig ist, zum Thema Hautkrebs. Es schützt auch vor Hautkrebs. Und wenn man dann schaut, Vitamin D-Status in Deutschland, dann kann man feststellen, dass in den Wintermonaten immer ein Mangel an Vitamin D ist. Das heißt also, hier wäre es sinnvoll zu substituieren. Ich mache ja so Trockenblutuntersuchungen, da messe ich den Vitamin D-Spiegel. Und bei mir war es sogar so gewesen, dass der im Sommer zu niedrig war. Das heißt also, ich war zu wenig in der Sonne. Wenn man es genau nimmt, es gibt ja so Empfehlungen, ne, mit kurzen Armen und Dekolleté und eine halbe Stunde in die Sonne. Das ist eigentlich überholt. Wenn man es genau nimmt, ist es in Wirklichkeit so, du müsstest splitternackt, müsstest durch die Gegend rennen und das über mehrere Stunden, damit du genügend Vitamin D herstellen kannst. Aber dann hättest du wieder einen Sonnenbrand, was natürlich wieder ein Gegenteil wäre. Ne? Das ist also, hier ist es wirklich sehr schwer, eine richtige Dosierung zu finden. Mit Ernährung ist für uns Vitamin D mit der normalen Ernährung zuzuführen. Dafür essen wir zu wenig Vitamin D-haltige Lebensmittel. Das heißt also, da gehören ja jetzt dazu zum Beispiel Pilze, dann natürlich Milchprodukte, Eier, dann natürlich Lachs, wobei Lachs nicht die optimale Quelle ist. Früher wurde auch Avocado empfohlen, aber da hat man dann festgestellt, das war eigentlich ein Fehler im Bundeslebensmittelschlüssel. Das heißt also, man hat da neue Untersuchungen gemacht und hat dann festgestellt, Avocado hat 0 Einheiten Vitamin D. Das heißt also, überhaupt kein Vitamin D. Die Avocado ist zwar gut und hat viele andere Nährstoffe, auch wenn sie nicht, Tim, der biologische Fußabdruck ist, den wir gerne hätten. Aber wie gesagt, bei Vitamin D spielt es dann keine große Rolle mehr. Ja, und man muss auch sagen, die sind natürlich dann in den Lebensmitteln so klein oder niedrig vorhanden, dass man, also da müsste man seinen ganzen Tag auf Vitamin-D-Zufuhr ausrichten. Und ich glaube, gerade in den Statistiken, die man aktuell sieht, sind das ja in Deutschland allein irgendwie fast 90%, die einen Mangel haben. Und gerade für Frauen, das ist ja mal ein Steckenpferd, ist es noch wichtiger, weil es eben ein Hormon ist. Das heißt, es hat wirklich auch Impact auf unsere weiblichen Hormone, ist unfassbar wichtig für eine gesunde Schwangerschaft oder auch Kinderwunsch. Und entsprechend ist Vitamin D wirklich etwas, wo jeder unbedingt darauf achten sollte. Und was man vielleicht noch ergänzend sagen könnte, weil das ist immer so ein Thema, finde ich, das wird auch vergessen, dass halt unsere Darmgesundheit ganz, ganz wichtig eben auch für die Haut ist.
Und Vitamin D ist ja, unsere Haut ist ja auch in der Schleimhaut, also in unserer Darm- und Magen-Darmschleimhaut. Und entsprechend hat natürlich hier Vitamin D auch einen sehr positiven Effekt auf unsere Darmgesundheit und damit auch nochmal einen doppelten Effekt für unsere Haut. Wichtig ist, wenn man Vitamin D supplementiert, sollte man es eigentlich immer in einer Verbindung mit K2 machen, weil du hast ja gerade angesprochen, ich habe eine erhöhte Kalziumabsorption aus dem Darm. Das heißt, ich nehme mehr Kalzium auf und wenn das Kalzium nicht in den Knochen rechtzeitig eingelagert wird, kann sich das in den Gefäßen ablagern und da kommt dann Vitamin K2 ins Spiel. Vitamin K2 sorgt dafür, dass es nicht zu diesen Gefäßablagerungen kommt und deswegen ist so eine Kombination eigentlich immer ganz günstig. Und man sollte es auch mit Fett supplementieren. Ne? Also man könnte zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, also die man vielleicht noch supplementiert, zusätzlich zusammen mit dem Vitamin D nehmen. Vitamin D ist ja halt ein fettlösliches. Ich würde es immer zu einer fettreichen Mahlzeit nehmen, weil wenn du Omega-3, es gibt Untersuchungen zum Beispiel, manchmal gibt es ja Studien, da haben Omega-3 hat kaum eine Wirkung gezeigt. Ne? Das heißt, man hat da untersucht, man hat den Leuten Omega-3-Supplemente gegeben und man hat festgestellt, es hat keine Wirkung gebracht. Wenn man sich die Studie genau anschaut, stellt man fest, hier wurde Omega-3-Fettsäuren immer isoliert gegeben. Das heißt also nicht zu einer Mahlzeit, sondern ohne Mahlzeit. Und jetzt ist natürlich so, wenn der Körper sagt, ich brauche jetzt Energie, dann nimmt er natürlich auch die Omega-3-Fettsäuren und baut daraus in den Mitochondrien, macht er dann wieder ATP über den aeroben Prozess für die Energiebereitstellung. Und wir wollen ja diese Omega-3-Fettsäuren nicht als Energielieferant und deswegen macht es Sinn, das zum Essen zu essen. Das ist wesentlich besser. Ja. Also ihr seht, die Schlinge zu den Zehn Ernährungsmitteln für die junge Haut zieht sich immer enger und wir kommen über die Makronährstoffe immer näher da sozusagen ran. Und es geht ja genau um die Lebensmittel, die eben für eine junge Haut sorgen sollen. Und da haben wir 10 Lebensmittel vorbereitet. Und Laura, Thomas, Tim, ich würde vorschlagen, es sind 10 Stück. Einer muss 2 machen und dann machen wir die schön im Ping-Pong spielen, nehmen die einmal sozusagen durch und bringen die ein bisschen näher. Und Thomas, starten tun wir mit dem grünen Tee, der ist links unten abgebildet. Warum sollte ich denn jungen Tee zu mir nehmen für eine junge Haut? Ja, das ist eine gute Frage. Also der grüne Tee, der hat ja, in dem grünen Tee sind ja auch wieder Antioxidantien drin, also auch Stoffe drin, die in dem Moment freie Radikale fangen. Und man muss ja immer davon ausgehen, wir produzieren ja ständig freie Radikale durch Atmung, durch Rauchen, durch Stress, durch Blaulicht. Jetzt sitzen wir wieder vorm Computer. Das heißt, durch schlechte Luft, wir bewegen uns nicht richtig. Alle diese Prozesse begünstigen natürlich, dass das Sauerstoff sich mit Zellen verbindet, sprich, dass sie oxidieren. Und in dem Moment, wo sich ein Sauerstoffmolekül, wenn das sich mit einer Zelle verbindet, dann klaut das ein Elektron. Jetzt kommt die Zelle in Ungleichgewicht, die holt sich vom Nachbarmolekül ein Elektron und so entsteht dann eine Kettenreaktion. Und wenn das auf einer Zellmembran entsteht, ist natürlich gefährlich, da kann die Zelle entarten. Und wenn das Ganze einfach nur in einzelnen Zellen funktioniert, dann brauchen wir sogenannte Antioxidantien. Also wir brauchen dann Stoffe, die in der Lage sind, ein Elektron abzugeben, ohne selbst zum freien Radikal zu werden. Das ist ein hochkompliziertes Redox-System, das unser Körper dann Gott sei Dank sehr gut beherrscht. Und der nimmt dann einfach gewisse Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, unter anderem auch, wie gesagt, vom grünen Tee, nimmt er diese Stoffe, um dann speziell diese Radikale einzufangen und zu neutralisieren. Thomas, direkt noch eine Frage aus dem Publikum. Wäre Matcha noch geeigneter? Das ist eine gute Frage. Matcha ist ja getrocknet. Das heißt also, in dem Moment ist die Frage, inwieweit ist das dann schon oxidiert? Da muss ich jetzt die Laura fragen. Die ist ja da. Kennst du da was mit Matcha? Also ich bin ein Riesenfan von Matcha tatsächlich und ist ja eine Art grünen Tee und ist eben besonders reich an auch... ich glaube immer ein Buchstabendreher EGCG, dem starken Antioxidant. Und entsprechend ist Matcha gerade, wenn man zum Beispiel
nicht so ein Tee-Fan ist und auch nicht so, und vielleicht Kaffee reduzieren möchte, ist natürlich Matcha eine tolle Alternative, weil es eigentlich so the best of two worlds vereint. Du hast eben die Vorzüge von Grüntee und alle Antioxidantien, die eben auch der grüne Tee enthält. Und auf der anderen Seite hat man noch einen tollen, schonenden Energieschub. Also insofern ist das in jedem Fall ein super Produkt und man ist eher weniger die Frage, entweder oder ist besser oder schlechter, sondern es ist einfach auch eine super Alternative mit ähnlichen Nährstoffwerten wie der grüne Tee. Auch hier natürlich wieder wichtig, wo kommt der Matcha her? Ne? Ist der jetzt aus biologischem Anbau? Wie viele Pestizide sind da drin oder sind keine Pestizide drin? Du hast ja am Anfang direkt gesagt, es ist auch wichtig, wo die Stoffe herkommen, die wir zuführen. Ne? Das heißt also, nicht nur, ob die synthetisch hergestellt sind oder in der Natur, sondern wo kommen sie aus der Natur, wie wurden sie geerntet, wie wurden sie getrocknet. Manchmal hast du ja da auch Schimmelpilzbelastungen in Matcha-Tee. Da muss man dementsprechend ein bisschen aufpassen, aber auf jeden Fall wichtig. Das ist bei allen Teesorten, würde ich sagen, ein ganz großes Thema, dass man da wirklich auf Qualität achtet. Ja, und nicht nur bei Tee. Hatten wir schon. Glaube ich, durch alle Lebensmittel. Durch alle Lebensmittel durch, ne? Also nicht nur bei Tee. Tim, geh mal weiter in der Reise hier. Da sehe ich den Brokkoli. Warum hilft mir der Brokkoli zur jungen Haut? Mein Lieblingsgemüse übrigens. Ja, also ich muss sagen, unter Bodybuildern oder Kraftsportlern auch sehr beliebt als Gemüse zum Hühnchen und Reis. Der Klassiker, würde ich mal sagen. Brokkoli enthält sehr, sehr viel Vitamin C. Wir haben ja gerade über Antioxidantien ja schon gesprochen und Vitamin C ist ein sehr starkes Antioxidant. Dann enthält es Vitamin A und Zink, was ebenfalls, was ebenfalls der Haut sehr zuträglich ist. Und es enthält auch weitere Antioxidantien, wie zum Beispiel, die ähnlich wirken wie Antioxidantien, Beta-Carotin zum Beispiel. Und es enthält ein indirektes Antioxidant, Sulforaphan. Und das, da gibt es schon so ein paar Studien dazu. Und zwar wurde da gezeigt, dass das unter anderem auch Tumorzellen angreifen kann und entzündungshemmend wirkt und halt natürlich auch antioxidativ wirkt, dementsprechend sehr, sehr gut ist für eine gute oder für eine gesunde Haut. Natürlich muss man da gucken, um das Vitamin C über den Brokkoli aufnehmen zu können, wofür der Brokkoli natürlich auch steht, da reden wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, ist ganz wichtig, dass man den Brokkoli richtig verarbeitet, ja, weil sonst ist das Vitamin C auch ganz schnell weg und man isst quasi, oder das Vitamin C ist rausgewaschen oder zu stark erhitzt. Und man sollte halt natürlich auch schauen, wo er herkommt. Das heißt, wenn wir jetzt aus dem Supermarkt uns den Brokkoli, den angeblich frischen Brokkoli gönnen und kaufen, dann kann es sein, dass der da schon ein paar Tage rumliegt. Dann ist das Tiefkühlprodukt durchaus die bessere Wahl, weil es direkt nach der Ernte halt eingefroren wurde und noch die Mikronährstoffe enthält, die wir haben wollen. Und gerade wenn das nochmal interessiert, Tiefkühl, wo ist das frisch, gerne mal bei uns stöbern. Haben wir schon ein Webinar dazu gemacht, Thomas, Tim, wo wir das ausführlich beleuchtet haben. Und Laura, wenn ich gewusst hätte, dass der Brokkoli dein Lieblingslebensmittel ist, hättest du natürlich direkt den Brokkoli erklären können. Aber lass uns bei der gleichen Farbe bleiben und ich blicke eins weiter und da ist das Blattgemüse. Wieso? Das Blattgemüse, ich habe es jetzt als Spinat identifiziert, aber ähnlich wie bei Brokkoli, so dunkelgrünes Gemüse, einfach wahnsinnig nährstoffreich und reich an Antioxidantien. Es enthält viele Vitamine wie A oder C, aber auch Biotin und ist einfach super. Ich liebe das zum Beispiel auch, damit man einfach darauf achtet, dass man es genug jeden Tag aufnimmt. Zum Beispiel in meinen Smoothies, wer das mag, morgens einfach eine Handvoll Fett. Dunkelgrünes Gemüse, dann hat man sofort einen super Supply an diesen ja, hochantioxidativen Blattgemüse. Und wie schon zuvor gesagt, schützt unsere Zellen vor oxidativem Stress, eliminierte freie Radikale und ja, unterstützt auch unser Wassergehalt im Körper. Also hat viele, viele tolle Funktionen und Nährstoffe. Wir sprechen beim grünen Blattgemüse natürlich von Spinat und Kohl. Wäre auch so ein tolles Beispiel noch dafür, was da sehr, sehr gut hilft. Deswegen wollten wir es nicht zu sehr einschränken.
Thomas, eins weiter, da ist was Rotes, das ist der sogenannte Granatapfel. Okay. Ich wollte doch vielleicht was sagen, das steht jetzt hier gar nicht drauf auf dem Bild, würde aber hier gut reinpassen. Das heißt, die Hefeflocken, die sind auch noch ganz wichtig in dem Bereich, Ja, weil. nicht beirren lassen. Wir Ja. gehen nicht nur aus, wir gehen nicht nur unter anderem an das Bild, sondern auf das Bild haben natürlich nicht immer alle gepasst. Ich habe Ja. alle 10, unter anderem auch die Haferflocken, im Gepäck. Wir hangeln uns da Genau. schön durch die 10. Aber ich meine jetzt Hefeflocken, das ist, sind nicht die Haferflocken. Das heißt also, Okay. es ist nichts anderes wie eine gewalzte Hefe. Und Hefe ist, die gewalzte Hefe ist aber inaktiv. Das heißt also, da kriegt man keinen Blähbauch, ne, oder sowas, wie wenn man frische Hefe isst. Der Vorteil ist halt, du hast halt in diesen kleinen Flocken hast halt Vitamine hoch 10. Das heißt vor allem die B-Vitamine, B1, B2, B5, B6, B7, B9. Es gibt sogar Hefepräparate. Die werden mit Vitamin B12 angereichert und Folsäure angereichert, weil ja das auch gerade für Leute, die sich vegetarisch ernähren, halt oft so ein Problem ist. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Produkt. Aber jetzt kommen wir noch zum Granatapfel. Jetzt musst du aber noch mal einmal kurz bei den Hefeflocken bleiben, weil die Ja. Angelika sagt, dass sie gehört hat, dass man von Hefe eher Pickel bekommen kann. Wir wollen ja eine junge Haut haben. Genau. Wenn du Hefe isst, dann wird damit die Entgiftung der Haut aktiviert. Das heißt also, die Laura hat ja gesagt, die Entschlackung der Haut oder die Reinigung der Haut, die Giftstoffe, die dann in der Haut sich drin gesammelt haben, die kommen dann raus. Und wenn du das durchziehst, dann wirst du sehen, wird deine Haut nachher immer glatter. Ne? Das heißt, am Anfang kann schon sein, wie in der Homöopathie, eine Erstverschlimmerung, aber dann danach wird es besser. Tipptopp. Und jetzt schwimmen wir rüber uns zum Granatapfel. Genau, Granatapfel. Da haben wir auch wieder ja, Vitamin C, ein hoher Vitamin C-Anteil, viele Mineralstoffe sind da noch drin. Granatapfel eignet sich sehr gut, den kann man auch einfrieren. Das heißt also, wenn ich den Granatapfel, den kann man ja kaufen, wenn sie billig oder wenn sie günstig sind, dann kann man die Granatäpfel schälen. Da gibt es verschiedene Tricks, wie man die Granatäpfel schält. Ich habe mal die verschiedenen Tricks ausprobiert. Das Einfachste für mich ist immer noch, man klopft den mit dem Löffel, mit dem Holzlöffel, klopft man den außen so richtig schön ab und dann anschließend kann man den aufschneiden und dann kann man die Kerne rausbröseln. Es gibt auch eine Technik, wo man im Wasserbad die Dinger dementsprechend rausbaut. Es ist auf jeden Fall eine mordsmäßige Schweinerei und nicht mit hellen Blusen und T-Shirts sollte man das machen. Wie gesagt, das ist das, was ich zum Granatapfel so erzählen kann. Herzlichen Dank, Thomas. Und die Sauerei nach der Granatapfelsache, ich glaube, die hat jeder schon mal miterlebt. Können wir mal ins Laura, Live-Kochen einbauen? sehr, sehr gerne, ist ja nicht unsere Küche. Ja. Laura, wir blicken auf die Paprika. Die ist nämlich eins unter der sogenannten Ja, ähnlich Granatapfelgeschichte. wie beim Granatapfel ist die Paprika natürlich super Vitamin C-haltig und hat auch tolle Mineralstoffe wie Kalium, Zink, Magnesium, Vitamin A und Co. Und ja, ist ein sehr gesundes, vitaminreiches Gemüse. Wobei ich hierbei immer noch bei Rot auch immer noch sehr stark an die Tomate denke, die dann mit Lycopin und der Gruppe der Carotinoiden eben auch besonders toll für die Haut ist. Also vielleicht könnte man hier noch die Tomaten ergänzen als Haut-Skin-Food-Hero. Und ja, ich glaube, grundsätzlich, ich sage mal so, eat the rainbow, sollte man einfach auf alle farbreiche Gemüsesorten setzen. Die sind in der Regel immer sehr, sehr nährstoffreich und vitaminreich und eben entsprechend auch toll für die Haut. Das Lycopin ist zum Beispiel wichtig. Also wie gesagt, wird ja manchmal auch Tomatenspezialextrakt genannt unter anderem. Ja. Ne? Das ist extrem wichtig, weil es hemmt die Lipidoxidation. Also es sorgt einfach dafür, dass die Fette nicht oxidieren. Ne? Wir haben ja Vitamin C auf Wasserbasis und jetzt brauchen wir natürlich auch noch was, was die Fette nicht oxidiert. Und da ist das Lycopin ganz gut. Es ist auch ein Sauerstoffradikalfänger und es ist ein antioxidativer Lichtschutz. Das heißt also, wenn du zum Genau. Beispiel Tomaten magst,
bevor du in Urlaub fährst, 2 Wochen bevor du in Urlaub fährst, jeden Tag einen Esslöffel Tomatenmark zu dir nimmst, dann hast du eine geringere Lichtempfindlichkeit. Perfekt. Wir springen vom farbigen Rainbow zu dem kleinen Bild, Tim, und da sehe ich Mandeln. Ja, genau. Mandeln enthalten viele ungesättigte Fettsäuren, dann viele Antioxidantien auch und auch das Biotin. Alles, was die schöne Haut so braucht. Und da hatte ich auch noch eine Studie gefunden. Und zwar wurden dort über 24 Wochen wurde dort Mandeln verabreicht in einer Gruppe bei Frauen. Bei der anderen Gruppe der Frauen wurden keine Mandeln verabreicht. Also es waren 60 Gramm Mandeln, glaube ich, pro Tag. 60 Gramm Mandeln pro Tag. Und da konnte festgestellt werden, dass eine signifikante Reduktion der Faltenstärke im Gesicht vorhanden war. Plus, und das fand ich auch ganz interessant, noch eine geringere Gesichtspigmentierung nach der Zeit vorhanden war. Heißt also, dass das auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass da die Mandeln, die da konsumiert wurden, also einen positiven Einfluss auf die Zusammensetzung der Haut hatten bei der Gruppe der Frauen. Und von daher also ein absolutes Superfood. Natürlich muss man natürlich schauen, dass man nicht zu viel isst. Also diese Kontrollgruppe hatte dann einen anderen Snack gegessen, der die gleichen Kalorienmenge erhielt. Das war in dem Fall 340 Kalorien. Und beide Gruppen haben keine Gewichtszunahme gehabt. Man muss dann natürlich also aufpassen, dass wenn wir jetzt uns eine ganze Packung Mandeln gönnen, zusätzlich zu unserer normalen Ernährung, dass es dann durchaus sein kann, dass man da ein bisschen Gewicht zunimmt, denn sie sind natürlich sehr, sehr fetthaltig und kalorienhaltig. Herzlichen Dank, Tim. Und wenn wir unter den Mandeln uns das Bild anschauen, Thomas, dann sehe ich da Beeren, jede Menge verschiedene Art von Beeren. Und da sehe ich Erdbeeren, ich sehe Heidelbeeren, Himbeeren. Wie helfen denn Beeren mir in dem Bereich von der jungen Haut? Ja, in dem Moment sind wir wieder bei unseren Antioxidantien, bei unseren Vitaminen, bei unseren sekundären Pflanzenstoffen. Das sind ja die Beeren, die sind ja oft so eine Wunderwaffe, allein schon durch die unterschiedlichen Farbstoffe. Wir haben ja hier die Blaubeere drin. Der Blaubeerfarbstoff zum Beispiel hat eine ganz wichtige antioxidative Funktion. Dann, wenn ich das richtig sehe, dürften da Himbeeren und Erdbeeren drin sein. Das heißt also, Beeren an sich ja, sind so die Wunderwaffe schlechthin. Was Vitamine angeht und Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe, wichtig ist immer, das Ganze soll frisch sein. Und Tim, wir hatten das ja damals bei uns in dem Webinar Tiefkühlkost. Und da weiß ich noch, da war ja dann tiefgefrorene Beeren waren ja da so sehr in. Und dann haben wir kurz drauf, haben wir dann gelesen, dass bei Untersuchungen festgestellt wurde, dass da relativ viele Bakterien und sogar Fäkalbakterien an diesen gefrorenen Beeren waren. Also auch da immer wieder wurde sogar abgeraten, die roh zu verzehren. Man sollte die vorher erhitzen. Und Laura, du kennst das ja selbst, wenn man was erhitzt, dann ist natürlich die Wirkung der Vitamine und natürlich von den sekundären Pflanzenstoffen stark beeinflusst. Ja. Wir werden ja, denke ich, auch nochmal gleich auf die Supplements oder auf die Supplementierung an sich zu sprechen kommen. Und es ist natürlich so, dass natürliche Lebensmittel sind natürlich was Schönes und was Tolles. Und wenn wir darüber die Nährstoffe aufnehmen können, ist das super. Aber sie haben halt in unserer heutigen Zeit oftmals auch ein paar kleine Nachteile oder ein paar größere Nachteile. Zum einen ist es oft der lange Weg, den sie unterwegs sind. Da verlieren sie viele Nährstoffe. Zum anderen ist es halt, wie wir schon gesagt haben, jetzt bei dem Gemüse oder auch bei den Beeren, die Fäkalbakterien, da gab es mal einen Test, den habe ich vor längerem mir mal angeguckt und da waren die meisten Fäkalbakterien im Kühlschrank, waren in dem Gemüsefach. Klar, das kommt durch die Düngung des Gemüses, der Dünger bleibt daran haften und die Fäkalbakterien werden kommen mit in den Kühlschrank. Und da muss man also seine Auswahl an Lebensmitteln entweder sehr genau treffen, sagen, hey, ich nehme irgendein Gemüse, das ist jetzt nicht gedüngt worden oder reinige es wirklich ganz ausführlich und so weiter, was halt bei den Beeren ein bisschen schwierig ist. Oder man geht halt auch supplementiert halt einen Teil seiner Mikronährstoffe halt auch. Das geht natürlich auch.
Herzlichen Dank, Tim. Wir haben vorhin noch über Lycopin gesprochen, was unter anderem natürlich auch durch die rote Bete, die noch als achtes Superfood hier oder als achtes Lebensmittel genannt wird, da auch ein sehr, sehr guter Lieferant ist. Und Thomas, du bist schon mal drauf eingegangen auf den Lachs. Das ist vorhin im Rahmen von Vitamin D3 gemacht, dass er ja eigentlich nicht der optimale Aufnahmelieferant ist für Vitamin D3. Dennoch glaube ich auch in unserer hierigen Flora und Fauna ein sehr, sehr gutes Lebensmittel, um da entsprechend auch dann dem Körper etwas Gutes zu tun, respektive auch der Haut. Genau, da geht es um das Thema Omega-3-Fettsäure. Das heißt also fetter Meeresfisch, also fetter kalter Meeresfisch, also der Fisch, der im kalten Meer lebt, der hat ja als Isolation auch die Fette und der hat einen hohen Anteil an guten Omega-3-Fettsäuren, aber nicht nur Omega-3-Fettsäuren, er hat auch andere Fettsäuren, die ganz wichtig sind, vorausgesetzt, es handelt sich hier um einen Wildfang. Das heißt also, hier sollte man immer wieder auf eine gute Qualität achten. Wenn ich jetzt einen Stremelachs zum Beispiel nehme, der schmeckt zwar total lecker, der trifft vor Öl, aber es sind keine Omega-3-Fettsäuren mehr drin, weil ganz einfach die Tiere in den Aquakulturen, die werden nicht mehr mit Nahrung gefüttert, die Omega-3 enthält. Und somit natürlich ist der Omega-3-Anteil dann sehr gering. Aber Omega-3 ist ein Riesenthema, da würde ich am liebsten mal eine ganze Stunde drüber halten. Wir messen ja auch Omega-3-Spiegel, das heißt, machen Trockenbluttest, schauen uns dann das Verhältnis an. Wie ist das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6? Wie hoch ist der Omega-3-Index in den roten Blutkörperchen? Das ist ein schöner Referenzwert über den ganzen Körper. Und nicht jeder von uns isst gerne Lachs und viel Fisch. Ich weiß jetzt nicht, Laura, ich frage jetzt mal, isst du gerne Lachs? Ja, also ich muss sagen, ich esse gerne Fisch, aber habe es mir sehr stark abgewöhnt wegen der Schwermetallbelastung tatsächlich, mit der man dann ja schnell Probleme bekommt, wenn man sehr viel Fisch mittlerweile isst. Es sei, also zumindest, wenn man nicht sehr aufpasst. Gerade so in Restaurants kann man da nicht mehr so viel, hat man da nicht mehr so viel Transparenz. Genau. Und aber sonst natürlich ist das also nach wie vor Omega-3 aus Lachsfischöl ist natürlich total wichtig und toll, um eben genau das, diese guten Fettsäuren ausreichend aufzunehmen. Absolut. Und Thomas, den Ball mit Omega-3, die Ellie fragt auch schon, wann wir das Webinar machen. Ich habe es mal mit aufgenommen, arbeiten wir sehr, sehr gerne mal in unser Chapter für das Jahr 2022 ein. Aber wir haben noch ein letztes Lebensmittel und ich habe es vorhin schon kurz verwechselt, ich habe es nicht richtig verstanden, mit deinen Hefeflocken, nämlich die Haferflocken. Genau. Und Thomas, jetzt neben den Hefeflocken helfen natürlich auch Haferflocken und das Ganze warum? Ja, da haben wir wieder das Biotin. Ne? Also in Haferflocken hat einen hohen Anteil an Biotin. Dann natürlich ganz wichtig ist, wir reden die ganze Zeit nur von Vitaminen, natürlich Mineralstoffe. Ne? Zink ist ja auch ganz wichtig für die Haut. Ihr kennt das ja alle bei Hauterkrankungen oder bei Hautreizungen. Da gibt es sogenannte Zinkleimverbände zum Teil sogar, die dann die Haut wieder beruhigen. Ist also eine sehr antioxidative Wirkung. Zink wirkt nicht nur gegen Erkältungen, sondern ist auch für die Haut wichtig. Des Weiteren haben wir spezielle Aminosäuren, das L-Arginin zum Beispiel. Das ist auch wichtig fürs Bindegewebe. Hier ist aber wieder wichtig, eine fettreiche Ernährung zu sich zu nehmen, weil das L-Arginin wird im Blut gebunden und dann kann es vom Körper nicht so gut verwertet werden. Aber wenn ich mich fettreich ernähre, dann verliert sich diese Bindung, weil dieser Stoff dann das Fettmolekül schnappt und jetzt kann ich mit dem L-Arginin besser arbeiten. Wir sprechen ja jetzt gerade über das Anti-Aging von innen. Das heißt, über die 10 Zutaten, natürlich gibt es noch mehrere, aber die wir uns mal rausgepickt haben. Und jetzt ist der vielleicht der ein oder andere an der Stelle, der sagt, hey, die 10 Zutaten habe ich gekannt, das nutze ich schon, ich habe den Rainbow schon bei mir. Und er ist jetzt ungefähr so da und sagt, ja, was noch? Also was kann ich denn jetzt noch tun, um meine Haut jung zu halten? Und da, Laura, kommen wir zu 3 Themen. Ganz links ist natürlich die Sonnencreme, in der Mitte ist es der Schlaf und ganz rechts, Thomas, ist es der Sport. Und ich würde einfach sagen, wir gehen der Reihe um. Links, Laura, wie hilft denn mir die Sonnencreme beim Junghalten? Naja, wie wir eben schon gesagt haben, ist die Sonneneinstrahlung natürlich oxidativer
Stress für die Haut und es ist super wichtig, selbst wenn auch das Wetter nicht so gut ist, unsere Haut vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Deswegen jeder, der da Anti-Aging-affin ist oder proaktiv was machen sollte auf jeden Fall eine Tagespflege mit Sonnenschutz verwenden. Hierbei ist allerdings zu achten, dass das natürlich hochwertige Produkte sind, die idealerweise nicht sehr viele synthetische, weichmachende, pH-störende Inhaltsstoffe beinhaltet und idealerweise auch für unsere Meere einigermaßen verträglich, weil, was viele nicht wissen, ist ja, dass auch in der Sonnencreme, wenn es mehr gehen, als viele Schadstoffe sind, die dann wiederum ganz schlecht für unsere Meeresbewohner sind. Und für die Haut, wie gesagt, ist das natürlich Hautsonneneinstrahlung beschleunigt, einfach die Hautalterung. Das ist ein Fakt und wir können uns vor der Sonnenstrahlung und sollen uns vor der Sonnenstrahlung in jedem Fall schützen, auch um zum Beispiel Hautkrebs ganz klar vorzubeugen. Auch wenn die Sonne nicht unbedingt scheint, kommt ja trotzdem ein. Ja, tatsächlich. Also Dermatologen pochen da ganz krass drauf, dass man total unterschätzt, gerade bei Wolken oder so. Man kennt es ja auch, wenn man auf dem Wasser ist und die Wolken sind da und man denkt, ach, wir brauchen keinen Sonnenschutz und dann verbrennt man sich ganz besonders. Ist einfach die Reflexion der Sonne eben doch sehr stark und kann eben entsprechend auch unsere Hautzellen schädigen. Also insofern. Aber ja. Wo man aufpassen muss, ist, wenn man sich eingrämt, dann wird auch kein Vitamin D produziert. Ne? Das ist auch wieder so ein Trugschluss. Das heißt, wenn ich mich mit Sandblocker eingräme, da kann ich gleich mit dem Overall rausgehen, dann wird der Körper, da wird die UVB-Strahlung, die kommt ja gar nicht in die Haut rein, um jetzt dementsprechend wieder Vitamin D3 zu aktivieren. Deswegen ein bisschen in die Sonne reingehen, ohne Sonnenbrand. Es gibt ja so Hauttypbestimmungen, da kann man sagen, bei uns in Deutschland kann man so, je nachdem, was für Hauttyp man ist, 15 bis 20 Minuten in die Mittagssonne reingehen und das aber auch nur in den Sommermonaten, weil wie gesagt, jetzt im Moment, wenn die Sonne viel zu flach steht, da wird die UVB-Strahlung in unseren Breitengraden durch die Ozonschicht komplett aufgerieben, das heißt, es kommt gar nicht an. Da ist die Supplementierung einfach das Beste, was es gibt. Ja. Herzlichen Dank, Thomas. Wir schauen uns in der Mitte an und da schläft jemand. Tim. Tim. Zum Schlafen sagen. Das heißt nicht, dass der Tim gerade schläft, sondern der Tim hat sich mit dem Thema auch schon sehr, sehr stark beschäftigt. Deswegen habe ich da auch direkt an ihn gedacht. Also Schlafmangel ist ja war eine Foltermethode früher und ich weiß nicht, ob es heute immer noch so irgendwo auf der Welt so ist. Bestimmt irgendwo, ja. Auf jeden Fall ist Schlafmangel eine Foltermethode, weil es unglaublich viel Stress im Körper auslöst. Ja, also der körperliche Stress, der physische und der psychische Stress, den das auslöst, der ist riesig. Und dieser Stress, der schlägt sich dann natürlich auch im Körper wieder und um diesen Stress zu vermeiden und zu reduzieren, brauchen wir unseren Schlaf. Wie viel Schlaf das ist auch ganz abhängig von Pensum, wie viel man also tagsüber macht, wie aktiv man ist und so weiter. Aber es ist sehr, sehr wichtig, weil im Schlaf wird unser Körper auch repariert, im Schlaf werden viele wichtige Hormone gebildet. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man ausreichend schläft und diesen starken Stress, der sich natürlich auch in unseren Zellen und damit unsere Haut wieder widerspiegelt, dass man den auf jeden Fall vermeidet. Und vorm Schlafen nicht unbedingt nochmal Handys und sonstige Sachen. Blaulicht reduzieren, genau. Blaulicht suggeriert dem Gehirn, hey, es ist Tag und du musst wach sein. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gibt es ja die ganzen Blaulichtfilter mittlerweile, die man, wenn man schon auf den Display starren muss, aus irgendwelchen Gründen, ja, die man dann auf jeden Fall mit benutzen sollte. Perfekt, herzlichen Dank, Tim. Thomas, zu guter Letzt der Sport. Wir sind ja alle es lebe der aus Sport. Der Sportbranche, es lebe der Sport. Sport ist definitiv kein Mord. Deswegen, wie hilft mir der Sport im Bereich der jungen Haut? Ja, vor allem das Krafttraining spielt eine Gesundheit. Vor allem das Krafttraining spielt ja eine große Rolle. Das heißt also, wir haben da zwar jetzt eine, die da sprintet, aber wie gesagt, Maximalkrafttraining, das, wovor viele Frauen Angst haben, ist eigentlich das beste Training, um jetzt die Muskulatur zu straffen, beziehungsweise vor allem auch Effekte auf die Haut zu erreichen. Man muss sich aber auch im Klaren sein, auch als Frau ist es sehr schwer, Muskeln aufzubauen. Das heißt also, die Laura hat es ja schon gesagt, die Hormone zwischen Männern und Frauen, die sind ein bisschen unterschiedlich. Das Testosteron zum Beispiel,
Das wird ja bei einer Frau nur zu einem Zehntel gebildet, wie jetzt beim Mann. Und dadurch natürlich ist es relativ schwer für eine Frau, Muskelmasse aufzubauen. Was die Frauen oft am Anfang merken, ist, durch das Krafttraining wird ein bisschen mehr Glykogen in der Muskulatur eingelagert, dadurch ein bisschen mehr Wasser. Jetzt spürt man die Muskulatur direkt mehr und dann meint man natürlich direkt, wow, die hat jetzt schon zugenommen. Aber wie gesagt, periodisierendes Krafttraining ist gut. Wenn man jetzt sagt, Krafttraining ist nicht so mein Steckenpferd, kann man auch einen Milon-Zirkel machen. Da gibt es das sogenannte adaptive Training, wo man also dann auch schwer trainiert. Also hier kann man also einiges machen und da muss ich jetzt wieder an die Primetime-Trainer verweisen, weil die wissen, was man da machen muss und deswegen holt euch einen Termin. Ich glaube, dazu noch zu ergänzend, einfach nur nochmal aus Frauenperspektive, Schlaf und Hautalterung, dass bei Sport immer ganz wichtig ist für Frauen, dass das nicht noch ein weiterer Stressfaktor wird, der dann eher noch die Cortisolproduktion begünstigt oder noch steigert, weil das dann wiederum natürlich auch negativ Einfluss auf unsere Hormone haben kann und die Hormone haben ja auch wiederum Einfluss auf die Haut. Also wie Thomas schon sagte, ist bei Frauen eher Kraft- oder moderates Training, also ich bin ein Riesenfan von Pilates oder Barre oder solchen eher Low-Impact Sportarten, aber auch Joggen natürlich, weil es ist natürlich schon wichtig, auch ab und zu, sag ich mal, richtig zu schwitzen. Aber trotzdem, das ist jetzt auch wieder ein Thema für eine ganze Session, gibt es ja auch zyklusbedingt Unterschiede, in welchen Phasen Frauen wie trainieren sollten. Deswegen, Frauen sollten da ganz stark auch auf ihr Bauchgefühl hören und wenn sie merken, sie sind gerade nicht in guter Verfassung, sollte man lieber auf moderates Training setzen, als dann High-Intensity knallhart zu machen, weil dann rächt sich das auch oft bei der Haut an. Laura, dann müssen wir jetzt an deiner Einstellung arbeiten, wenn du so eher so, also High-Intensity heißt ja nicht, ist ja kein HIIT-Training oder sowas, was sie machen sollen, sondern einfach nur ein Krafttraining mit wenig Wiederholungen, zum Beispiel 5, 6, 8 Wiederholungen maximal und dann aber schon so, dass man merkt, dass das schwer ist. Genau, das ist super. Das hat viele positive Effekte, einmal auf die Muskulatur, auf die Bindegewebstrukturen und natürlich auch auf die Knochen. Und du weißt ja auch, dass für Frauen das Thema Osteoporose ein stärkeres Thema ist als bei Männern durch die hormonelle Umstellung in der Menopause. Und deswegen ist Krafttraining eigentlich die beste Prophylaxe, die man machen kann. Das macht keinen Spaß, da bin ich sofort bei dir. Ne? Nein, das sollte gar kein Widerspruch sein, nur ergänzend, dass viele Frauen gehen dann ja zum super High-Cycling und machen diese wahnsinnigen, sag ich mal, hoher Hartfrequenz Workouts und ich glaube deswegen, ich wollte dir eigentlich eher zustimmen, dass eher Krafttraining oder gezieltes mit eigenem Körpergewicht auch, dass das eher Workouts sind, die da eben förderlich sind, weil ich kann das nur aus Erfahrung auch sagen, es können halt Hormonschwankungen begünstigt werden und das wiederum hatte eben auch Einfluss auf unsere Hautgesundheit. Insofern ist das bei Frauen auch nochmal so ein bisschen komplexeres. Laura, das ist total spannend, dass du es ansprichst, weil nämlich eine Dame auch mit dem gleichen Vornamen wie du, die Laura Philipp, eine Profi-Triathletin, die hat gerade zu dem Thema da einen kleinen Interview-Statement gegeben, nämlich wie sie ihr Training an diesen Zyklus auch anpasst. Und dann gibt es ja auch noch die Wettkämpfe und so weiter. War hochinteressant. Thomas, Tim, das hatte ich mir auch schon mal notiert, weil ich das ein extrem spannendes Thema finde, was wir sicherlich in 2022 nochmal wunderschön aufbereiten können. Und ihr seht, wir sind hier schon mittendrin in der Diskussion. Das heißt, wir kommen auch so langsam auch ans Ende, weil wir haben in 1 Stunde und 8 wirklich das Thema total toll beleuchtet. Und da kann ich euch nur danken, Laura, Thomas und Tim. Und als kleinen Service habe ich unseren Zuhörern eine kleine Checkliste gemacht. Und da ist es nämlich nochmal ganz kurz aufgereiht, die richtigen Nährstoffe, Proteine, Vitamine zu sich zu nehmen, Obst und Gemüse essen, den Zucker reduzieren, raffinierten Zucker, wenn möglich, ganz weglassen, auf Alkohol meistens gehen, verzichten, keinen Nikotin oder andere Suchtmittel konsumieren, die Sonnencreme nutzen, Schlaf, Bewegung und vor allen Dingen auch genug trinken. Und wenn man sich das schon mal beherzigt, dann tut man sein Bestes, um entsprechend auch an die
Haut zu denken. Und da wir anfangs gesagt haben, wir werden alle Fragen beleuchten, habe ich mir noch eine von der Samira zum Schluss hier zur Seite gestellt. Und Tim, ich bin schon am Antworten. Die wäre perfekt für dich, Tim. Und zwar geht es eben darum, um die sogenannten Superfoods wie Acai und Aronia-Beeren. Vielleicht kannst du da nochmal entsprechend drauf eingehen. Ist es ein Trend oder doch? Also die, ja genau, also die beide Beeren enthalten sehr, sehr viele Antioxidantien, was auf jeden Fall schon mal gut ist. Die Aronia-Beere enthält die siebenfache Menge an Antioxidantien, wie zum Beispiel eine Himbeere, also sehr, sehr hohen Anteil. Und ist auch nachgewiesen, enthält sie auch sehr viele Mikronährstoffe, die wir auch schon hier alle besprochen haben, die sehr, sehr sinnvoll sind. Teilweise auch als Antioxidantia dienen, also Vitamin A, C, E und K zum Beispiel, aber halt auch Calcium, Eisen, Zink, Kalium, Magnesium. Von daher ist da schon was dran. Jetzt müssen wir aber nur schauen, die Acai-Beere zum Beispiel, die wird in Brasilien hergestellt, ja, und muss hier hergeschifft werden. Langer Weg, aufwendig, da wird sicherlich in Brasilien jetzt nicht die nachhaltigste Landwirtschaft betrieben, da gehe ich mal von aus. Und dann muss die hergeschifft werden und dann hat sie einen riesenlangen Weg hinter sich und ist dann natürlich auch nicht mehr so voller Mikronährstoffe, wie wir das vielleicht gerne hätten. Während die Aronia-Beere auch hier in Deutschland angebaut werden kann, also eine heimische super Frucht sozusagen ist. Und dementsprechend natürlich wesentlich sinnvoller ist, die zu supplementieren oder zu essen, als, ja, ich sag mal, die Acai-Beere, die halt die halbe Welt dann schon gesehen hat. Herzlichen Dank, Tim. Und ich möchte hiermit heute auch zum Ende vom Webinar kommen und wie ihr das gewohnt seid, immer auch mit einem Ausblick zuallererst auf die kommenden drei Webinare. Und da steht nämlich jetzt schon übermorgen das nächste an, und zwar mit dem Topic Winkearme abtrainieren. Und das Ganze wird ähnlich ablaufen wie beim Live-Cooking und wie letzte Woche auch mit dem Robin aus dem Maintau. Wir werden ein Live-Beispiel auch direkt aus dem Club mit dabei haben. Wir streamen das immer wieder mal rein, sodass man dann auch direkt praktisch die ganzen Sachen sieht. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das heißt, gerne registrieren. Und dann geht's weiter am 7. und 16. Februar, unter anderem mit den Themen Abnehmen durch die fettverbrennenden Darmbakterien und auch, was wir heute schon thematisiert haben, einfach gut schlafen. Wie mache ich denn das jetzt? Also wirklich mal näher drauf eingehen, wirklich das Thema Schlaf ernst nehmen und von allen Seiten beleuchten. An dieser Stelle, Laura, dir einen total lieben Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, uns zu dem Thema hier 10 Ernährungstipps für eine junge Haut auch Näheres an deinen Informationen auch mitzugeben. Und wenn ihr das ein oder andere zu ihren Premium-Nahrungsergänzungsmitteln dann auch nochmal wissen wollt, dann schaut gerne mal bei der Homepage vorbei. Ich stelle sie euch nochmal unten rein. Von L-Complex findet ihr sicherlich wunderschöne Nahrungsergänzungsmittel, die euch da auch helfen. Und Laura, wenn da nochmal Fragen oder Antworten sind, dann kann ich da auch gerne nochmal vermitteln, wenn da die ein oder anderen Mitglieder Interesse zeigen, dann gebe ich das sehr, sehr gerne an dich weiter. Thomas, Tim, auch an euch beide ein herzliches Dank und schön, dass ihr hier wieder den Montagabend mitgestaltet habt. Und Laura, ich wollte dich nicht abwürgen. Du wolltest hast du mich. Vielen Dank. Ich wollte mich auch nur bedanken. Hat mir sehr Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und selbstverständlich stehe ich euch zur Verfügung, sollten jetzt noch Fragen bestehen. Freue mich auf Besuch und Feedback bei unserer Website. Da wird jetzt auch die nächsten Monate noch ganz viel passieren in Richtung Frauengesundheit. Insofern vielleicht kreuzen sich da auch unsere Wege nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Ganz herzlichen Dank. An dieser Stelle wünsche ich euch allen einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund, bleibt sportlich, bleibt aktiv, ernährt euch gesund und am Mittwoch heißt es wieder einschalten. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, und passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mich gefreut.